Hi, hier ist Affinity Jack und heute zeige ich euch aus der Serie Fotooptimierung, wie man diesen Grashüpfer so aussehen lassen kann, als wenn er mit einem Makroobjektiv aufgenommen worden wäre. Wobei es im Wesentlichen aber um die Farbanpassung geht. Das ist der Star des heutigen Tages, der Grashüpfer. Er war sehr mobil, ist die ganze Zeit nur rumgeflogen, gesprungen und davon gekrabbelt und ich immer hinterher. Also ich habe ca. 80 Fotos gemacht, das ist das, was ich nehme. Die anderen waren alle nicht so, wie ich es mir vorstelle. Und ich habe mir Folgendes bei gedacht. Ich habe kein Makroobjektiv. Makroobjektiv sorgt ja dafür, dass man eine extreme Tiefenunschärfe hat. Also, was habe ich hier gemacht? Ich habe versucht, mit einer Brennweite das auszugleichen. Ich habe also die Brennweite hochgewählt, sprich ihn rangezoomt und eine ziemlich offene Blende genommen. Dann erreicht man, dass hier einzelne Bereiche scharf sind. Also ich habe hier versucht, den Bereich scharf zu kriegen, war gar nicht so leicht, weil der sich ja so schnell bewegt hat. Deswegen sind auch so viele unscharf geworden. Und der hintere Bereich ist unscharf. Also ist schon so ein bisschen in Richtung Makro. Ja, wie war die Aufnahmesituation? Nämlich so, unter anderem, also er ist überall davon gekrabbelt. Und wer neugierig ist, wie ich eigentlich aussehe, das bin ich. Also jetzt geht's los in Affinity Photo. Zuallererst werfe ich mal einen Blick aufs Histogramm. Ich habe da nämlich eine Vermutung, nämlich genau hier hinten sind keine Farbinformationen. Mit anderen Worten, ich kann das anpassen mit einer Anpassungsebene Tonwertkorrektur. So, hier sieht man also nochmal das Histogramm, dass dieser Bereich fehlt, nämlich die Weißstufe. Also verändere ich die Weißstufe. Dazu drücke ich die Alt-Taste, gehe hier drauf und ziehe so lange ran, bis die ersten Farbinformationen kommen. Jetzt muss ich ein kleines Stück zurück. Also bis hier. Damit habe ich schon mal die erste Veränderung. Nochmal hier vorher, nachher. Also es sind alles immer kleine Veränderungen. Ja? Das Ganze ist nie eine große Sache. So, jetzt ziehe ich das hier mal rein und klippe es. Und als nächstes braucht man natürlich für so eine Art Makro-Fake ein gestochen scharfes Bild. Also der Fokus, der muss ja so richtig poppen. Was geht dafür besser als ein Live-Filter? Und zwar unscharf maskieren. Den setze ich jetzt mal ordentlich hoch, aber Folgendes. Hier ist ja eine Unschärfe drin. Das will ich gar nicht scharf haben. Ich will ja nur das hier scharf haben. Also achte ich auch nur auf diesen Bereich. Ich werde also diesen Bereich jetzt ordentlich hochziehen. Man muss nur aufpassen, weil irgendwann wird es dann wirklich mal, da kriegt er so Ränder und so weiter. Also ich gehe jetzt mal so in etwa und meine, es könnte passen. Aber jetzt habe ich Folgendes, jetzt habe ich hier alles unheimlich scharf gezeichnet und das will ich nicht. Dann gehe ich jetzt mal auf die eben erstellte Ebene und drücke gleichzeitig Command und I für Invert. So, das heißt, ich habe diesen Effekt jetzt komplett rausmaskiert. Mit anderen Worten, wenn ich mir jetzt einen Pinsel schnappe mit der Farbe Weiß, weil die Maske ja schwarz ist, dann kann ich das jetzt wieder reinmaskieren. Also ich zeige es mal, ich gehe dazu mal ein bisschen ran, weil es ja jetzt um Details geht. Also man kriegt ja auch gleich eine Live-Vorschau. Nehmen wir jetzt hier also mal das Auge zum Beispiel, dann sieht man, wie das gleich deutlich schärfer wird. Also ich werde jetzt diesen Oberkörper, Kopf und so weiter wieder frei maskieren. Sagen wir mal, ja, so bis hierhin, bis zu diesem Bereich etwa. Als Kante nehme ich nicht ganz 100%, dann ist es jetzt nicht so drastisch, wenn ich hier übermale. Und das gleiche mache ich natürlich auch mit den Beinen. Und zwar kann ich gleich mal zeigen, welcher Effekt bei unscharf maskieren passiert. Also der Bereich wird nicht nur schärfer, wie man hier sieht, sondern, ich gehe mal noch größer, man kriegt auch die Farben gleich wieder gepoppt. Also das werde ich jetzt mal machen und das Ganze dabei vorspulen. So, ich habe die Unschärfe jetzt also rein maskiert und zeige euch mal, welchen Bereich, dann sieht man es, Alt-Taste auf die Maske. Jetzt sieht man, welchen Bereich ich rein maskiert habe. Also diesen habe ich nachgeschärft, mehr nicht. Wenn man jetzt also näher rangeht, dann sieht man auch den Vorher-Nachher-Effekt besser. Dieser Bereich ist also schärfer. So, als nächstes, wie gesagt, mit einem Makroobjektiv erreicht man ja auch eine extreme Unschärfe. Und das kann man wiederum mit einem Live-Filter erreichen, Tiefenschärfe. Ich habe es nur nicht einmal gemacht, aber ich zeige mal, wie man es machen würde. Also, man nimmt diesen Live-Filter Tiefenschärfe, ändert von elliptisch auf Tilt-Shift. Jetzt bekommt man also hier diesen Regler.
und kann es hin und her schieben, diesen entsprechenden Unschärfebereich. Und jetzt zeige ich einfach mal, wenn man jetzt an dem Radius spielt, dann wird nämlich der restliche Bereich unscharf. Wie gesagt, ich habe es ja in meinem Thumbnail gar nicht gemacht. Ich zeige nochmal, wie es gehen würde. Also wenn ich jetzt diesen Wert nehmen würde, dann kann ich jetzt sagen, wo soll denn jetzt eigentlich die Schärfe hin? Dazu fasse ich also das Ganze an, drehe es, so wie ich meine, eine Unschärfe reinbringen zu wollen. Also ich muss es ein bisschen mehr fokussieren. Hier ist es jetzt natürlich dadurch der Effekt recht extrem, weil ja auch der Tilt-Shift-Modus ist. Jetzt könnte ich allerdings, weil ja die Beine wieder unscharf wären, jetzt könnte ich auch hier das mit dem Pinsel wieder rausmaskieren. Diesmal muss ich natürlich die schwarze Farbe nehmen und hole hier für diesen Bereich dann die Schärfe zurück. Also ich habe es bei meinem Thumbnail nicht gemacht. Ich zeige nochmal, es wäre das gleiche Prinzip. Ist nur eine Demo, muss man nicht machen. Worum es mir jetzt eigentlich geht, ich gehe mal wieder auf das Hauptbild. Ich möchte die Farben noch so ein bisschen hervorheben. Und zwar, grau ist grau, soll auch so bleiben. Aber hier sind im Wesentlichen Grüntöne und auch Rottöne. Die möchte ich jetzt ein bisschen verstärken. Dazu lege ich eine neue Anpassungsebene, Hue Saturation Luminance, an. Und ziehe erstmal die Sättigung von allem ein bisschen hoch. Ich gucke es mir einfach mal an. Ja, verändert sich schon gut das Grün. Kann man jetzt Geschmackssache, wie sehr man es hochziehen will. Aber was ich immer noch verändern will, ist, er hat ja rote Augen und hier so ein bisschen rot-bräunliche Zeichnung. Also gehe ich jetzt auf den Rotkanal und ziehe in diesem Bereich nochmal die Sättigung ordentlich hoch. Also für meinen Geschmack richtig fetzig. So. Und zuletzt möchte ich das Ganze noch ein klein wenig betonen, indem ich hier am Rand so eine kleine Vignette lege. Das macht man wie folgt. Ich lege jetzt, also es gibt ja verschiedene Arten, eine Vignette zu erstellen. Es gibt unter anderem sogar den Live-Filter. Aber ich biete jetzt mal folgende Variante an. Neue Ebene. Auf diese Ebene mache ich jetzt einen Verlauf. Und zwar wähle ich dazu aus elliptisch und ziehe mir den von der Mitte so hier drauf. Auch in diesen vorgegebenen Farben. Passt ganz gut. Jetzt mache ich noch folgendes. Ich ändere den Blend-Modus von normal auf multiplizieren. Dann bleiben nur noch die dunklen Farben übrig. In der Mitte weiß, da verändert sich also nichts. Jetzt kann ich den Schieberegler verändern und damit ziehe ich mir automatisch die Vignette. Wenn ich jetzt noch hier wieder ein bisschen was rausvignettiert haben will, naja, dann nehme ich einfach einen weißen Pinsel, weil ich habe ja eben gesagt, weiß verändert hier in diesem Blendmodus nichts. Wenn ich das also jetzt mit einem Pinsel ganz weich natürlich die Übergänge und ziemlich groß, ich mache ihn mal richtig groß, dann ziehe ich in diesen Bereichen die Vignette wieder raus. So kann ich es mir also individuell anpassen. Also ich zeige dir jetzt mal die einzelnen Schritte, was ich gemacht habe. Und dazu schalte ich jetzt mal die einzelnen Ebenen wieder aus. Dann habe ich nämlich das Ausgangsbild. Angefangen habe ich mit der Tonwertkorrektur. Danach habe ich es schärfer gezeichnet. Danach habe ich diesen Tilt-Shift-Filter draufgelegt. Danach habe ich die Farben verstärkt und dann eine Vignette. Das war eine kurze Inspiration, wie man auf ein Makroobjektiv vielleicht verzichten kann. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Affinity Jack. Dieses und andere Tutorials könnt ihr euch auch auf affinitytutorials.de anschauen.